Ja, wie Klaas Bracing geht seinen Weg, oder? Wie Klaas Bracing setzt sich durch. Nicht mehr wegzudenken, ja. Nicht bei Taylor wegzudenken. Du hast mich ja geschickt zum Hören. Ne? Das klingt, es ist der Wahnsinn, wie sich das im Raum durchsetzt. Ne? Absolut. Als würde also, nichts mehr dem Sound einfach im Weg stehen. Ja, und ich finde halt, es trifft den Charakter unserer Gitarren einfach perfekt. Unterstützt es wahnsinnig gut. Riesengeschichte. Was wir jetzt noch dieses Jahr dazugebracht haben, ist zum Beispiel die Grand Orchestra. Das heißt, unsere größte Korpusform, Grand Orchestra, wenn du so willst, unsere Variation der Jumbo. In dem Fall eine 618E, ist aus Maple, Back and Sides. Ich zeige das mal so ganz vorsichtig. Eben auch mit dem V-Glass Bracing. Das ist eine Gitarre, die hat natürlich das, was man glaubt. Die hat Power, wenn man richtig reinspielt oder so. Das ist wirklich eine perfekte Gitarre für alle, die ein bisschen fester spielen oder viel Strumming machen, Singer-Songwriter. Die gibt es in zwei Variationen. Einmal in dem Maple. Dann habe ich noch die 818E. 800er Serie, wie man es von uns gewohnt ist. Ganz klassisch. Back and Sides mit Rosewood. Eben auch mit V-Glass. Absolut neu. Das ist unsere Grand Symphony. Da habe ich sofort hingeschaut, natürlich. Ne? Welche Gitarre hat schon Loch? Ja. Also an der falschen Stelle zumindest. Ja, klar, natürlich. Also, ich denke, man kann es ganz gut sehen. Grand Symphony, in dem Fall eine Builders Edition aus der 800er Serie, heißt Back and Sides sind aus Rosewood. Was natürlich sofort auffällt, brauchen wir nicht drüber nachdenken, ist eben dieses Soundport hier. Was soll das? Uns soll's ausgegangen, da musste halt was rein. Nein. Also, Konzept dieser Gitarre, viele Taylor-Fans wissen es, die Grand Auditorium, unser Allrounder, und die Grand Symphony war immer ein bisschen größer für mehr Power. Andy Powers, unser Master Designer, hat sich der Gitarre angenommen. Es ist eine große Gitarre mit einer Short Scale, das heißt, der Hals ist etwas kürzer. Dadurch hast du ein bisschen weniger Seitenzug drauf, lässt sich also sehr angenehm spielen. Dieses Soundport, auch wenn man es jetzt auf den ersten Blick irgendwie sich denkt, was soll das, was macht ihr da, sorgt tatsächlich so ein bisschen für eine Räumlichkeit. Denk so ein bisschen an ein leichtes Reverb, leichter Chorus. Ganz leicht. Es wird einfach sehr räumlich. Aha. Die Gitarre klingt sehr offen. Leider haben wir kein richtiges Mikrofon für Gitarren, aber... Man hört's. Okay, hört's. Das ist super. Ich denke, das ist eine perfekte Gitarre für jemanden, der vor allem unverstärkt spielt. Klar, die Gitarre hat ein Pickup, kann man einstecken. Da wird man natürlich von dem Soundboard nicht mehr so viel merken. Aber tatsächlich unverstärkt, es ist wirklich großartig. Es macht Spaß. Also es gibt einen sehr räumlichen Klang. Ja. Kann ich nur empfehlen, einfach mal antesten. Immer bereit für was Neues. Ich hole mal kurz eine andere, nicht erschrecken, ich komme jetzt. Das ist dann die K26TE, ist keine Builders Edition, aber ist eben Core Back and Sides und hat eben auch dieses Soundport.